Hey Leute, heute befinden wir uns in einer alten, verlassenen Villa, die teilweise noch sehr gut eingerichtet ist. Man sieht hier wirklich, hier ist viel Geld reingesteckt worden und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Leute, guckt euch das an. Coole Leitung. Was sehen wir hier? Eine alte Heizungsanlage. Wieder mal Sicherungskästen, aber es sind ganz schön viele. Hier stehen ein paar alte Schuhe. Eine alte Dusche. Das ist noch ein altes Bad. Gibt's ja auch noch. Wow. Das ist ja nice. Was war das hier gewesen, Leute? Das ist ja nice. Konntest du auch irgendwas auf und zuklappen? Oh, krass, ein riesen Kühlschrank, Leute, ey. Das ist ja krass. Wahnsinn. Ja, noch ein kleines Klo. Straßenverkauf. Was auch immer hier verkauft wurde. Ich habe keine Ahnung. Das ist schon nice. So eine richtige Bar hier. Dass mal eine Eisdiele war oder was. Oder Kuchen. Ein Staubsauger noch. Oder drei Stück sogar. Ein alter Ölofen. Irgendwelches Feuerholz. Alter Heizungskörper. Hier war mal eine Abluft gewesen. Und hier ist noch ein alter Herd. Und hier auch wieder ein Haufen Feuerholz. Das ist noch ein altes Sofa. Hier haben sie Kohle gebunkert. Mitten im Raum. Geschirrabgabe. Oh, herrlich. Kann ich jetzt wieder ein Film machen? Ah, hier kommt auch schon die Decke durch. Krass, Leute. Steht ja noch mega viel rum, ey. Durch den Kronleuchter an. Die Decke. Kreissäge. Ein Einkaufswagen. Wahnsinn, Leute. Hier noch. Boah, eine alte Nähmaschine. Krass. Guckt euch das an, Leute. Die ist bestimmt noch einiges wert sogar. Ja. Mega krass, Leute. Übel schönes Holz. Toiletten. Sitzbank gewesen. Hängt auch nur Toilettenpapier drin. Eine alte Garderobe. Aufenthaltsräume. Ich weiß nicht, zu was die Villa mal umgebaut wurde. Oh, hier ist die Wand ist schon echt nass. Fernsehraum. Boah, der Kamin, Leute. Krass. Thank you.
Guckt euch das an, ey. Die Decke. Also hier steckt jede Menge Geld drin. Und wir gucken jetzt mal nach oben. Leute, stellt euch mal vor, ihr würdet in so einem Riesenkomplex hier wohnen. Wahnsinn. Wow, das ist ja mega krass. Leute. Guckt euch das an. Wow. Konntet ihr die Titel wählen, hab Münzen reingesteckt und konnte Musik hören. Wahnsinn, Leute. Die Fenster, überall Stuck und richtig gut, ey. Sieht echt klasse aus. Hier ist auch schon die Decke durch. Und hier ist das Dach undicht, hier regnet es rein. Ist überall feucht. Guck mal, die Treppe, ist die noch sicher? Hier ist die Decke ja schon komplett eingestürzt. Dann gucken wir mal hier hoch und hoffen, dass das alles noch hält. Das sackt schon richtig ab. Oh krass, Leute. Hier wölbt sich der Boden auch schon. Und es wird bestimmt nicht mehr lange dauern. Dann stürzt ja alles eine Etage tiefer. Hier wurde auch schon die Decke abgestürzt. Provisorisch kannst du einmal komplett Kern sanieren, vergessen oder irgendwas. Ich weiß auch nicht, ob die unter Denkmalschutz steht. Das weiß ich auch nicht, bestimmt. Ich denke mal, und deswegen wird die hier noch stehen und sich wahrscheinlich keiner so richtig wirklich dran trauen, die wieder herzurichten. Weil es wird echt mega viel Geld kosten. Also hier sind schon neue Fenster drin. Aber einen schönen Ausblick hatten sie hier. Das sieht aus wie eine Pension oder irgendwas. So Leute, wir gehen jetzt mal wieder runter. Also hoch hat die Treppe gehalten. Hoffen wir, dass es runterwärts auch so ist. Wär's, wenn hier auf einmal Licht angehen würde. Eine alte Dusche. Da steht noch eine Couch drin, Leute. Und ein Grill. Natürlich. Was ist das hier eigentlich für ein... Das ist ein alter Regenschirm oder Sonnenschirm. Hier steht auch noch eine Couch drin rum und ein Bett. Ich sagte, ich nehme an, dass das meine Pension war oder Hotel. Draußen stehen noch Balkonmöbel. Guck mal, was hier alles noch rumliegt, Leute. Wahnsinn. Hier war mal ein Ausgang zum Hof gewesen. Bauernstube. Kann man da noch was drin finden? Naja, viel sieht man nicht mehr, Leute. Hinten ist noch ein Badezimmer. Dusche. Ich denke, meine Nacht hier drin war bestimmt nicht billig gewesen. Oh, hier sind noch Fenster drin. Mit Mosaik drauf und sowas. Und hier. Da stehen auch noch welche.
bisschen aufpassen, da ist irgendwo ein Auto. So. Schnell weg, weil hier steht jemand. Das ist das Objekt von draußen halt. Die Riesenvilla. Und draußen sind wir. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonnieren, um nichts mehr zu verpassen, und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao!